Servus und hallo bei Not Another Dope Show. André aus Hamburg hat ja wegen dem Teledienenzug gefragt, André. Als ich damals das gemacht habe, ich habe es in die Kommentare ja schon mal geschrieben, habe ich Codein entzogen. Ja, das gab es als Saft zu meiner Zeit. Und der hatte, wenn nicht alles täuscht, 2,6% Codein. Und ich war auf 15 Milliliter, 30 am Anfang, dann auf 15, dann habe ich runterdosiert auf 5, dann bin ich zum Arzt und dann habe ich mir Teledin verschreiben lassen. Das hieß damals noch Valoron, da gab es noch nichts anderes, außer diese ganz normalen Kapseln davon. Ja, dann habe ich mir das verschreiben lassen und es hat nicht lange gedauert, dann gab es das auch als Tropfen. Ja. Und dann habe ich mir die dann als Tropfen verschreiben lassen. Und eines Tages hat mein Arzt gesagt, Freundchen, Schicht im Schacht, ich verschreib's dir nicht mehr. Und ich so, ja, ich habe da immer noch so Schmerzen in die Beine, das muss von mir da kommen, bla bla bla. Und er, nee, ist nicht, kriegst du nichts und halt's jetzt mal durch, kommst nächste Woche wieder. Ja, weil ich bin jetzt erst beim Urlaub. Dann war da eine Woche lang weg. In der Woche habe ich mir gedacht, okay, probierst du es einfach mal. Ich habe mal ein paar Röten Wirt geschrieben und so Zeug halt. Und dann war ich arbeiten mit den Schmerzen, war total durch, eine Woche lang. Aber ich habe arbeiten können, verstehst du? Ich kann es auch vorstellen, dass es nicht wirklich extrem war. Es war ein leichtes Ziehen in die Waden, mehr war es nicht. Und dann war es weg. Ja. Aber ich habe es auch schon mal erwähnt, es gibt ja noch eine andere Option, weil du bist auf Methadon mein Freund gewesen und Methadonzug, das dauert halt sehr viel länger. Da bist du wochenlang dabei. Und wenn du dazu auch noch Teledin mit Naloxon nimmst, Naloxon ist eigentlich ein Antagonist. Das ist bedeutet, wenn du es missbräuchlich nehmen würdest, damit du den Affen wegkriegst, musst du ja eine bestimmte Menge davon nehmen, wirkt das Naloxon dagegen. Es würde dann einen Entzug auslösen oder den Entzug verschlimmern. Ich bin weit geprüft, ich habe einen dummen Fehler gemacht, weil ich halt so selten dämlich war und nadelgeil, meinte ich, nach einem Entzug. Ich war schon raus aus dem Ganzen wieder. Also ich war gerade clean, 2 Tage. Und meinte, jetzt muss ich mal so ein ausprobieren, wie man die Tropfen, wenn man die spritzt, wie es kommt. Und hat mir da eine 1 Milliliter Spritze ein Strichlein aufgezogen. Das ist ein Witz, wirklich. Das ist ganz, ganz, ganz wenig. Leider war das aber gleich so ein Horror, dass ich sofort rückfällig geworden bin. Ich habe auf der Stelle sofort Flitzkacke gekriegt, Schmerzen in der Lunge, das hat gebrannt wie die Hölle. Ich habe Angst gekriegt, Angstzustände, dass ich jetzt gleich draufgehen werde. Mir ist schwindelig geworden. Ich habe gepisst und gekackt und gekotzt gleichzeitig und habe gebettelt, dass mir jemand Heroin sorgt. Ja. Ich bin mit meiner Freundin nach München gefahren, von Seefeld-Hechendorf mit dem Auto. Da bist du ungefähr 1 Stunde unterwegs und dann hat das nachlassen, mir ging es schon wieder ein bisschen besser. Aber trotzdem, hey, die Knochen, die Schmerzen in den Knochen und alles, dass ich mir sofort einen Beutel gekauft habe. Ja. Der hat es auch gleich aufgehoben. War dann sofort wieder dran, aber leider auch gleich wieder affig am nächsten Tag. Und dann ging es schon wieder von vorne los. Ich habe bestimmt ein Jahr lang versucht, immer wieder aufzuhören und kalt zu ziehen und habe es nie gepackt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, das war mein größter Fehler. Ich hätte ins Krankenhaus gehen sollen und da entgiften, fertig. Aber jetzt nicht einfach im Hinterkrankenhaus, sondern schon schauen, ein bisschen moderner, wo man einen warmen Entzug machen kann. Also kalter Entzug ist einfach die Hölle und wer weiß, was das mit dem Nervenkostüm anstellt. Wer weiß, ob bei Fibromyalgie von daher kommt, heißt. Das ewige auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und dann den Dreck, was man da schon alles geballert hat früher. Ey. Und den Scheiß, was ich geraucht habe schon. Das ist unglaublich, was der Schwarz macht. Der macht halt, weiß der selber. Also wisst ihr alle selber, was der Schwarz macht mit den Drogen macht. Und was er mit den Leuten macht. Die meisten, die auf irgendein Substitut ausweichen wollen, das weil sie keinen Bock mehr auf den Schwarzmarkt haben, auf das Ganze drumherum, auf die ganzen Irren, die da rumhängen,
die das ausnutzen, dass man nicht zur Polizei gehen kann, ja, und dass man Schmerzen hat und vieles dafür tut, dass die Schmerzen weggehen. Glaubt man, das hat super viel dafür. Und ja, auf Therapie triffst du dann einige wieder, wenn du auf Therapie gehst. Womöglich, dann sind die ganz anders. Ganz umgängliche Menschen, ganz normal. Jeder andere auch. Ich auch, du auch, jeder. Ja. Aber wehe. Turkey auf den Nacken und tritt am Hals rum, dass das scheiße geht. Nee, der Affe ist jetzt da und sagt, oder, ich schaut's aus. Ehrlich, das ist halt einfach katastrophal. Das ist wirklich eine Katastrophe. Diese. Aber überhaupt das Zeug, das kann gar nicht so gut sein. Sonst würden die alle reihenweise mucken, weil die Mengen, die wir da in Deutschland immer auf die Löffel schmeißen, wenn du das wirklich als reines Zeug hättest. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Entzug beschleunigen kann. Du kannst tatsächlich einen Turboentzug machen. Ich selber habe das nicht gemacht. Ich kenne jemanden, der das durchgemacht hat. Allerdings ist die Person auch wieder rückfällig worden. Es war 95, 96 muss das gewesen sein, oder schieß mich zu 97, ich weiß nicht mehr, in dem Zeitrahmen auf alle Fälle. Da haben sie angefangen in München auch damit zu experimentieren, haben sie es angeboten. Da konntest du, wenn du gesagt hast, ich möchte entgiften, ich glaube sogar ein Haar, in München Haar, ich möchte entgiften, dann konntest du dich entscheiden, möchtest du einen Turboentzug haben oder einen normalen Entzug. Ob jetzt dann wieder Abstufung waren, Methadon oder Kurin oder irgendwas, runterdosieren bis zum Ausschleichen, wo du überhaupt nichts merkst, dauert aber ewig. Oder einen kalten Entzug, dann kommt es auf die Substanz drauf an. Ne? Heroin bist du mit 3 Tagen dabei, bei Kurin sind es auch ein paar Wochen schon und bei Methadon ein paar Monate. Bis ganz raus, das dauert halt leider. Bei dem Turboentzug dauert es, glaube ich, eine Sitzung. Da wirst du in Narkose gelegt, kriegst du eine Pampers an. Wenn du in Narkose bist, spritzen sie Naloxon. Oder sowas ähnliches, sowas in diese Richtung, also ein Antagonisten. Der räumt dich sofort innerhalb von ein paar Stunden leer. Da ist der Entzug vorbei. Und wenn du aus der Narkose aufwachst, hast du entzogen. Du fühlst dich total beschissen. Liegt wohl nicht nur an der Windel, in die du reingeschissen hast. Und dich vollgekotzt, da passen schon Leute auf, die machen dich dann sauber und alles, klar. Und passen auf, dass du nicht erstickst, aber es ist halt einfach gefährlich. Wenn der Körper nicht genug Kraft hat, und das Herz nicht gemacht. Also bei ihr war es so, sie hat mal halt erzählt, ja, sie war danach erstmal runter und sie hat sich gefühlt, als hätte sie einen extremen Dauerlauf gemacht. Der ganze Körper hat noch so ein bisschen Nachwehen gehabt, aber es waren keine Schmerzen da. Also nicht mit dem Entzug. Und nach dem Duschen und alles, normalen Essen, mit Gubello. Jetzt ist aber die Versuchung so groß, nachdem es so einfach geht, gell? Bei ihr weiß ich leider nicht, wie es am Ende ausgegangen ist, aber sie ist dann auf Therapie gegangen. Und da sind dann die Chancen recht gut. Also man muss halt schon wissen, warum hat man Drogen genommen, was ist der Auslöser, was macht man, wenn man plötzlich einen klaren Kopf hat. Ja. Das ist auch nicht ganz so einfach. Von heute auf morgen ganz klar zu sein. Jo. Ich wünsche dir echt alles Gute, André. Halt durch. Irgendwann wachst du auf. Und dann sind die Schmerzen weg. Und du hast einen Energieschub. Weil die Endorphine wieder sprudeln. Weil es der Körper wieder von alleine herstellt und alles wieder schick ist. Der Tag kommt. Bereite dich darauf vor und versuchst nicht in die Länge zu zögern mit irgendwelchen Opiaten. Also Tilidin, weiß ich nicht, ob das das Richtige für dich ist, ganz ehrlich, jetzt halt im Moment. Jetzt hast du halt noch den Entzug. Wenn der vorbei ist und du fast runter bist, sodass das Tilidin übergreifen kann, dass es überhaupt was auswirkt bei dir, ohne dass das Naloxon was auswirkt, dann kannst du auf den Tilidin abfangen. Zeig mal. Du übertreibst nicht, ehrlich. Ja, ich könnte jetzt auch nicht ohne, weil ich halt einfach ein kranker Mensch bin. Tja. Peace out.